Guten Morgen. Bei Skyrim, ich habe mich ein bisschen beruhigt, ein bisschen. Und jetzt ist die schwere Frage halt, Lass uns machen. etwas schneller gehen. Die Sonne, sie tut meiner Haut nicht Ich gerade rede gut, wenn ihr noch. versteht, was ich meine. Ja, ich weiß, tut mir leid. Du bist doch geschützt. Ich muss überlegen, ob ich Carjo eventuell mich verabschiede von ihm. Oder ob ich es weiterhin einfach haben möchte und dafür mit nervtötenden Momenten. So muss ich Ehe anfühlen. Naja, kommt drauf an, wie du es machst. So, ich hoffe, jetzt sind alle da. Jetzt ist. Ich weiß nicht, wo Carjo war. Aber vielleicht hat er einfach so ein eigenes Abenteuer gehabt. Auch schön. Und wie er hin und her läuft, wie so ein RPG-Typ. Nein! Hui! Voll in den Arsch. Nee, das war nicht in den Arsch. War sogar richtig gut in den Rücken. Das war aber richtig schlecht geschnitten. Richtig schlecht geritten. Was laber ich denn? Richtig schlecht geschossen. Richtig schlecht geritten. Das ist, wenn man das Geld zurückverlangt von bestimmten Frauen. So. Nein, wieso habe ich nicht getroffen? Na. Ja, ganz ehrlich, was können die auch groß machen, ne? Also diese Kill-Animation, diese Kill, wie soll man das sagen? Killstrikes? Auf jeden Fall, wieso kann ich die nicht wieder rausziehen? Die Killstrikes können bei Pfeil und Bogen jetzt nicht so cool sein, aber sie könnten es schon ein bisschen cooler machen. Also irgendwie sich was ausdenken, dass zum Beispiel das ganze Gehirn aufplatzt oder so. Was bei Fallout geht, ach, leer, ja, apropos Fallout. Bei Fallout geht das auch. Da schießt du auf die Beine und der Kopf platzt weg. Huh. What the fuck? Plötzlich ist wieder was anderes. Verwirrend. Was sollen wir überhaupt machen? Warte kurz. Wir sollen das weiße Fläschchen holen, was auch immer das ist, und Salze der Leere finden. Scheinbar kommen wir jetzt wieder auf Geister oder so. Ich dachte, jetzt haben wir vielleicht mal was anderes, aber nein, mal wieder alte Ruinen. Ich hoffe, ohne Fallen. Ist das eine Falle? Ich höre was. Ich höre was. Stereo und so. Oh, Entschuldigung, Leute. Aber wir ducken uns alle. Also es ist nicht so wichtig. Das war richtig schlecht. Wer ist da? Niemand. Ich höre ihn auch. Ich könnte. Ach komm, ich kümmere mich kurz dran. Ach nee, das geht wieder durch die. Ah, das hat Bethesda irgendwie nicht drauf, ne? Den Sound einfach leiser zu machen, wenn eine Mauer dazwischen ist. Ich glaube ja, die Entwickler von Bethesda sind aufgewachsen in so, so ein Haus mit hauchdünnen Wänden. Sodass sie sich gedacht haben, das ist normal. Ich habe immer gehört, wenn mein Bruder seine Freundin da hatte. Oder meine Eltern. Ich habe gehört, wenn meine Schwester krank war. Oder Blähung. Schon wieder trauen. Ach, langsam nerven die auch. Nee, und deshalb haben sie sich gedacht, wieso, man hört doch alles durch die Wände, obwohl es Steinwände sind. Hä? Ich weiß jetzt nicht, warum die Fans sich aufregen. Und das haben sie bei Fallout auch gemacht. Und da kann man nicht so gut mit umgehen, finde ich. Also man kann. Wer ist da? Nichts. Alles gut. Und ich finde einfach, man kann dann nicht, wie soll man das sagen, planen. Nein, das wollte ich nicht nehmen, dann ist es leer. Oh, shit. Weil man kann nicht so gut sagen, so, oh, ich höre jetzt was. Also wird es wohl in der Nähe sein. Hier könnte man was hören und es ist fünf Etagen weiter unten. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ihr versteht, was ich meine. Ihr seid ja kluge Menschen. Woher seid ihr gekommen? Na.
Dankeschön. Haha, ich wollte ihn ablenken, damit du ihn von der Seite weghauen kannst. Der Spiegel. Ein Buch zu mitnehmen und Eisen, um das Haus weiter auszubauen. Eins von unseren Häusern. Ne? So, wartet. Das Gute ist, bei sowas, wir können jetzt gucken, wo wir lang müssen. Warte mal. Hä? Dann ist das hier eine Speisekammer oder sowas. Schade, dass Essen nicht wichtiger ist bei dem Spiel. Oder ist es einfach was anderes mit einer kaputten Urne? Urne! Wir kennen die nicht, die Urne. Nein, so, ich hoffe, die bei Fallout 4 machen sie es anders. Oder sie haben es vielleicht sogar in Fallout New Vegas verbessert. Ich glaube es nicht. Weil das kommt ja nach Skyrim. Und, naja, ich bin einfach nur ein bisschen enttäuscht, weil ich immer stehen bleibe dann. Ich bin einfach so einer, der... Oh mein Gott! Hinter mir! Ich rede noch von Sound und sowas. Ich mache mal den Sound lauter. Und dann höre ich einfach nur was. Naja. Wer hat mich eben entdeckt? Das kann mich doch keiner entdeckt haben, außer meine eigenen Leute. Das macht keinen Sinn. Okay. Und teilt mit dem Geld. Ich weiß, ich wiederhole mich da. Aber das zum Beispiel, dass man einfach machen könnte, dass man weniger Geld bekommt, sodass man sich freut, wenn man was verkaufen kann und auch immer verkaufen kann. Also, naja, gibt halt einige Sachen. Na, okay. Hätte ja sein können. Ich habe ja genug Pfeile. Glaube ich. Na, wer steht auf von euch? Du. Und du. Ich sehe das. Ihr habt nämlich was an. Ihr seid nicht sehr gut im Verstecken. Oh nein, ein Fürst. Ein Fürst, aber ich kümmere mich drum. Oder ihr kümmert euch drum. Nee, der ist noch hier. Der weg. Der ist doch auch noch. Ja, meine ich doch. Wer sieht mich? Ah, du siehst mich. Du skillst nicht, du bist einer von uns. Oder wie auch immer. Guck mal hier, das können wir alles mitnehmen. Müssen wir selbst nicht machen. Sehr praktisch. Weil Erze schürfen ist jetzt nicht mein Lieblingsteil. Wollt ihr mich ja nicht ärgern? Macht ihr das extra? Aber es ist jetzt kein Problem. Und das ist eben die Frage. Entweder ich mache die eventuell irgendwann die... Ah! Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Oh, Entschuldigung! Rana! Es tut mir leid! Es tut mir leid, Serana. So, es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Hier gibt es richtig viele Barren. Denn entweder Kajo kommt weg, sodass... Aber er hilft mir ja auch. So ist das nicht. Ja. Rennen wir halt ein bisschen. Es wird auch ein bisschen jetzt nervtötend. Wartet. Kommt mal alle her. Kommt mal alle her, bitte. Ich kann sie nicht heilen. Ich fühle mich so, als wäre ich gerade von einem Nickerchen aufgewacht. Jupp. Bisschen nicht so, wie ich es eigentlich will. Oh, eine versteckte Truhe. Geil. Das ist irgendwie ein bisschen... Ich bin noch nicht so gut mit der Magie und alles und mit dem Umschalten. Aber was soll's. Oh, oh. Das fällt runter. Und ich... Bestimmt seid ihr gleich schuld daran. Ah, es war so klar. Es war so klar. Ihr seid dumm. Dumm wie Brot. So. Und kommt. Komm, Kajo. Komm. Oh mein Gott, wie kann man nur so dumm sein? Sie geht immer wieder rauf. Kommt ihr jetzt mal? So, Kajo. Guck mal. Ja, ah. Ich fühle mich so, als wäre ich gerade von einem Nickerchen aufgewacht. Ja, bist du auch irgendwie. Ein bisschen umnachtet warst du ja auch. Das zum Beispiel müsste ich dann auch mich nicht mehr drum kümmern, ne?
Das wäre auch ganz praktisch, um ganz ehrlich zu sein. Was liegt denn hier für Müll? Ah, okay, aber Barren sind immer gut. Oh, Forsaken Crypt. Es geht weiter. Und ich weiß, eigentlich wollte ich den Bogen nicht mehr benutzen, aber... Es ist einfach bei den Fürsten und so... Oh, oh. Immer nach oben gucken. Fürsten nerven nämlich ziemlich. Okay, wir schaffen es. Und ich glaube, Kajo ist auch der Laute mit seiner schweren Rüstung. Glaube ich. Nein, nein. Oh, warte. Ewige Heilung, sehr schön. Obwohl ich es irgendwie nie benutze. Da geht es gleich weiter. Oh, ich denke mal, Kajo ist... Er liegt da wie so ein, entweder ein Besoffener in der Badewanne oder jemand, der, irgendwie so Organ-Traffic-Opfer ist. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Darüber macht man keine Scherze. Echt mal. Besoffene erkälten sich in der Badewanne. Gate. So. Ja, die Trauger sind jetzt auch langsam langweilig geworden. Also, es gibt scheinbar sehr viele. Dass die nie an die Oberfläche kommen, ist schon seltsam. Oh, oh. Oh mein Gott. Das wird euch eine Lehre sein. Da, schon wieder. So. Warte mal. Das war ein neuer? Nein, oder? Trauger Wicht. Nein, also sogar... Scheiße. Ja, stimmt eigentlich. Magier, wenn die nur gut in Magie... Was heißt nur? Wenn die gut in Magie sind, aber sonst nichts, dann verlassen sie auch nichts fallen. Ne? Muss man sich auch mal überlegen. So gesehen, sie umzubringen, bringt einem selbst nicht viel, außer Schmerzen durch die Magie. Das ist aber auch immer. Magier kann sehr viel austeilen. In den Spielen. Aber... sind dafür aber auch Leute, mit denen du... Das ist eher für Leute, die auch damit umgehen können, ne? Ihr wisst, was ich meine. Weil man muss dann auch besser planen. Als einfach nur raufzuhauen. Ah. Jetzt? Jetzt sind sie unten? Was bringt denn das? Ah, da hinten. Vorwärtsrolle und tot. Aber sehr schön gemacht. Bist schön nach vorne gerollt. Ich dachte, es wäre unten gewesen. Kommt noch einer raus? Nein. Ich bin die ganze Zeit hier am... Das ist bestimmt gut für die Beine. Wir brauchen sowas. Das ist bestimmt gut für die Beine, hier die ganze Zeit in den Knien zu laufen. Silber brauche ich nicht wirklich. Weiter. Eigentlich brauche ich nur ein Fläschchen. Ich weiß nicht, warum es hier ist und wo es ist und wieso es ist, aber es ist. Oh. Wer ist da? Das hätten wir geschafft. Das waren nur zwei Drauger. Keine Sorge. Das war ziemlich lame. Ich glaube, wir können auch mal wieder aufstehen jetzt. Ah! Oh, das ist eine neue Falle. Was habe ich vorhin gesagt mit nach oben gucken? Geht nicht in die Mitte jetzt mal, bitte. Ich möchte euch nicht sagen, was ihr zu tun habt. Deshalb habe ich jetzt keine Lust, euch jetzt zu sagen, steigt da nicht drauf. Geht einfach nicht in die Mitte. Oh, Experte. Ja, Experte. Können wir noch probieren. Meister ist mir zu nervtötend. Weil man kann ja auch... Man müsste dann was mitnehmen, um das zu verbessern. Ja, okay, das geht. Ich habe bestimmt zu Hause Verbesserungssachen für...
What the fuck? Verbesserungssachen für... für Meistern. Ich erinnere mich auch noch, dass ich das gemacht habe. Das nervt. Zum Glück hole ich mir mal die Tricher, wenn die irgendwo sind. So. Dieses Rumgewackel, ey. Bestimmt für wieder... makelloser Diamant. Damit kann ich meinem Ork, wo ich den Namen immer noch nicht weiß... Was? Einen Ring machen. Nee, ich weiß nicht. Schenken Männer anderen Männern Diamantringe oder ähnliches? Nee, warum nicht? Viele Typen haben heutzutage diese Bling-Bling-Sachen. Also... eigentlich müsste das kein Problem sein. Aber eher so Ohrringe. Nee, sie haben sehr viel Bling-Bling. Haben die auch Ringe mit Bling-Bling? Weiß ich jetzt gar nicht. Schenken sich Leute bei der Homo-Ehe Bling-Bling? Ich bin so versteckt. Ja, da muss ich direkt vor einem verstecken, dann geht das auch. Ah, ich bin... Ach, danke, Kajo. Jetzt läuft er weg. Jetzt ist der Wicht weggelaufen. Der Wicht. Hast du deine Waffe noch, Kajo? Ich hoffe doch. Ich glaube schon. Das hätten wir geschafft. Hat er ganz alleine das gemacht? Ah, die Pfeile hat ihn ausgelöst. Oh, hat er ausgelöst. Ja, ja. Tschüss. Nein, 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 nein. Oh, fuck, es kann nicht wahr sein. Es kann nicht. Ich habe mich abgespeichert. Fuck. Okay, wie lange muss ich laufen? Oh, es kann nicht wahr sein. Komm mit, Kajo. Weil ich kann mich runterschmeißen hier. Nein, kann ich nicht. Oh Mann. Kajo, komm, laufen wir weg von Serana. Manchmal ist sie einfach durchgeknallt, wie es scheint. Und jetzt müssen wir uns hier halt runter. Oh nein, nein, nein. Hier, hier, hier. Gleich ist sie wieder beruhigt. Gleich ist sie wieder beruhigt. Oh. Nein, es nervt mich einfach zu sehr. Es nervt mich zu sehr, es zu hören. Hm. Und es nervt mir, dass... Ich weiß noch, wie man kämpft. Du weißt noch, wie man kämpft? Das heißt aber nicht, dass du unsere Leute angreifen musst. Oh nein, sie sind immer noch dabei. Scheiße. Und Kajo kann nicht mal was dafür, habe ich das Gefühl. Das ist die Frage. Kajo weg oder Serana? Ich hätte halt gern weiterhin gern Magie. Als ein Magier an meiner Seite. Nee, oder eine Magierin. Bloß es nervt richtig, richtig doll. Das heißt, ich werde wohl Kajo... Oh, er kann nichts dafür, das ist so unfair. Ich fühle mich so schlecht. Wir sehen uns wieder, wenn sie sich beruhigt haben. Da sind wir. Ich musste nochmal ganz von vorne. Das war ziemlich langweilig, weil ich mit dem Bogen... Ich habe einfach meinen Bogen super stark gemacht mit meinen Ausrüstungsgegenständen und jetzt bin ich durchgelaufen. Es war sehr lustig, wie alle gar nicht raus konnten erst. Also einfach nur bim, 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 bim. Ein Problem gab es, das werdet ihr vielleicht gleich mitbekommen. Irgendwie, seitdem ich neu geladen habe, kommen die Geräusche erst später. Manchmal die Pfeile auch später. Das heißt, sie sterben, aber erst gehe ich weiter und denke, ich habe sie nicht getroffen. Und dann plötzlich... kommt das erst spät, aber da. Oh. Wer ist da? Wusste ich, dass ich etwas gehört habe. Oh. Woher seid ihr gekommen? Wo läuft er hin? Okay, warte, ich helfe.
da. Eigentlich wollte ich ja nur was anderes holen, aber auch gut. Hä? Warte. Ah, hier. Kuralmil. Hä? Gib mir deine fucking Maske. Ah, der hat gar keine Maske. Na, komm jetzt. Ja, es geht ja gar nicht. So, eigentlich suchen wir ja was anderes, ne? Aber immer machen wir das da. Hahaha. Yes, gib es mir. Geh in meinen Kopf. Leiden, Todeszeichen. Und Lebenskraft entziehen. Und Wort der Macht gelernt, Leiden, Lebenskraft entziehen. 3 Stück? Wie, what the fuck? Ich meine, freut mich, aber warum plötzlich Lebenskraft entziehen? Und, was? Lebenskraft entziehen, Ausdauer, Magiker. Magischen sterblichen Energie, dann Lebenskraft entziehen. Entzieht dem Ziel 20 Sekunden lang Gesundheitspunkte pro Sekunde. Und dann... Habe ich irgendwie das Spiel kaputt gemacht? Wieso habe ich jetzt 2-mal Lebenskraft entziehen gelernt? Und Todeszeichen habe ich, glaube ich, auch gelernt. Ja. Hä? Oh, ich wollte doch Zeitverlangsamer machen. Wollen wir das mal machen? Ich werde jetzt nochmal laden. Ich glaube, ich habe gespeichert. Ich glaube schon. Ich will wissen, ob das ein Fehler ist. Seht ihr, was ist das? Was ist das mit den Geräuschen und so? Das ist sehr seltsam. So, dann werden wir das mal gucken. Weil Schreie Zeit verlangsamen. Das ist doch bestimmt lustig. Oh mein Gott, geh runter. Zeit war langsam, aber für mich nicht. Und... Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Geh weg da! Nicht du, Kajo. Der Gegner. Cool. Habe ich noch so ein bisschen gekämpft. Kuramil ist leer. Und jetzt gehen wir da oben. Ansonsten habe ich irgendwas kaputt gemacht. Vorhin. Gucken wir mal. Oh, scheiße. Kommt die... Ach, komm mal runter. Ja, Leiden, Todeszeichen. Sehr schön. Wort der Macht gelernt, Leiden, Lebenskraft entziehen. Und... Wort der Macht gelernt, Leiden, Lebenskraft entziehen. Ja, vielleicht ist das so ein guter Schrei, dass man den 2-mal haben soll. Wer weiß, wer weiß. So, ich glaube, ich müsste langsam anfangen, Drachen zu töten. Weil dann muss ich ja mehrmals hier Lebenskraft entziehen lernen. Natürlich nehme ich natürlich den besseren. Aber ist nicht viel. Wollen wir einfach mal machen? Nein. Nein. Lieber Unbehagen. Verschrecken, fliehen. Es wäre bestimmt mal lustig, das einfach mal zu machen bei so welchen diesen Angebern. So, ey, fertig machen, du wirst sterben. Und dann einfach. Bruh! Und dann sind sie so, oh, ich fühle mich unbehagen. Ich laufe lieber weg. Aber Zeit verlangsamen war lustig. Und das hier, dieses, du kannst weder verletzt werden, noch jemand verletzen. Ich könnte auch einfach das machen und dann zugucken, wie die anderen kämpfen. Naja. Das hier entzieht deinen hilflosen Gegner gleichzeitig magische und sterbliche Energie. Ich verstehe nicht ganz, wo der Unterschied ist. Vielleicht wirklich die Länge des Schreis. Okay. Tiere in deiner Nähe werden dich weder angreifen, noch vor dir fliehen. Ja, dann würden wenigstens die ganzen Bären... Habe ich mich auch überlegt. Langsam nerven die Gegner. Also ein bisschen mehr Abwechslung bei den Gegnern könnte schon mal scheinen. Dein Atmen ist Winter. Habe ich das nicht schon? Eisform. Die ist voll lustig. Ich benutze die Schreie viel zu selten. Schnellere Schläge mit deiner Waffe zum Beispiel könnte ich mal benutzen. Oder dieses schreckliche Entwaffnen.
Ansonsten. Nö, muss jetzt auch nicht sein. Ah, ich habe vergessen, weil ich runtergefallen bin, die Truhe zu öffnen. Da ist die Salze der... Oh, geil. Bringe Salze der Leere zu Wayfinder. Ein das hier, das ist blöd. Steige die Ausdauer. Kann ich mitnehmen. Ist gut viel wert. Ist nicht so schwer. Ich glaube, dass... Nein. Ich bin einfach nicht so gut mit Magie und so. Ich glaube, ich bin einfach schlecht an sich. Ich bin aufgewachsen mit so auswählen im Menü und deshalb oder halt kämpfen wie bei Secret of Mana. Alte Schale aktivieren. Mixtur entfernt. Okay. Okay. Bisschen weit drin ein Alchemielabor, aber können wir alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ah, brauchen wir alles gar nicht. Aber Ektoplasma. Oh ja. Ein Spiel beim Bankett. Das hört sich total nach Drama an und sowas. Das nehmen wir auch mit. Nein, das wollte ich gar nicht. Das war schlecht. Das war Kacke. Ich will kein Kacke mitnehmen. Manno. Karniswurzel. Tödliches Gift. Ach, der nächste, der hier reinkommt, wird bestimmt so richtig sauer sein auf mich. Amino, hier ist ja gar nichts mehr für mich. Das kleine Fläschchen, ob da was kommt, mal was, egal. Bring das Fläschchen zu Nurelion. Ja, beides, keine Ahnung. Bringe das Fläschchen zu Nurelion. Der ist in Windhelm. Na dann. Und das andere war scheinbar eine Nebenquest. Bringe die Salze nach Dämmerstern. Da war für sowas? Ich meine, da ist doch unser Sohn her, oder? Unser Sohn. Ich nenne uns immer so. Das ist voll so. Dabei werde ich dich so vermissen, Kajo. Aber es nervt mich. Es tut mir so leid, aber du bist eine gute Hilfe, wirklich. Aber ich nehme, ich verlasse mich auch zu sehr auf dich. Ich gehe einfach rein und manchmal laufe ich weg und heil uns und heil eigentlich gar nichts. Ich bin ziemlich schlecht im Support und sowas. Ihr macht eigentlich alles. Daher fühle ich mich ein bisschen schlecht. Vielleicht muss ich einfach selbst lernen. Ne? Es gibt ja Leute, die das wirklich hassen, dass es hier so eine Geheimgang wieder nach draußen gibt. Aber ich hätte keinen Bock, wieder zurückzulaufen ganz. Es bringt ja nichts, zurückzulaufen. Es ist ja so, es soll Spaß machen. Und das tut es ja nicht, wenn man ganz zurücklaufen muss. Einfach rausbeamen konnte man sich früher schon. Man hätte ja auch einfach machen können, man kann Zauber lernen, wo man sich rausbeamen kann, wieder vor die Tür. Aber das würde dann vielleicht auch mit anderen Sachen Probleme geben. Okay, damit haben wir auch die fertig. Ich